Am Wochenende können sich ja viele von uns auf Sonnenschein freuen. Besonders der Sonntag wird richtig schön. Wir schauen uns jetzt aber erstmal den Freitag an. Hier die Großwetterlage dazu. Vor allen Dingen im Osten wird uns dieses kräftige Hoch noch hier beeinflussen und für viel Sonnenschein sorgen. Im Laufe des Tages zieht dann aber dieses Tiefdruckgebiet hier zu uns rein, das vor allen Dingen im Südwesten für einige Wolken sorgen wird und auch für Regen. Das sehen wir schon mal hier an den Symbolen. Aber vor allen Dingen in der Mitte und wie gesagt im Osten wird es erstmal noch richtig sonnig. Auch an der Nordsee kommt im Laufe des Tages mehr Sonnenschein raus. Nur im Laufe des Nachmittags bzw. abends kommt dann dieses Regengebiet, wie gesagt, hereingezogen, das sich dann im Laufe der Nacht auch weiterhin ausbreiten wird. Das sehen wir hier einmal. Und das wird dann vor allen Dingen die Westhälfte betreffen. In der Osthälfte bleibt es dagegen meist noch trocken. Ja, und dann zum Samstag hin, da zieht dieses Regengebiet weiter Richtung Norden. Dahinter gibt es dann mehr Auflockerungen. Und auch sonst gibt es eher einen Mix aus Sonne und Wolken. Am freundlichsten wird es im Osten sein. Und die Temperaturen am Samstag, die liegen dann zwischen 14 und 20 Grad. Und der Sonntag, nachdem sich dann Nebelfelder auflösen konnten, da kann es dann wieder so aussehen. Der wird dann nämlich richtig schön mit Sonnenschein und nur wenigen lockeren Wolken. Das sehen wir einmal hier. Vor allen Dingen ist es im Osten der Fall. Aber auch sonst ist es ja wechselnd bewölkt und meist trocken. Und diese dieser Regen, den wir hier sehen, der wird dann erst im Laufe des Abends zu uns hereinziehen. Davor ist es aber auch noch recht sonnig. Die Temperaturen am Sonntag, die liegen dann zwischen 15 und 20 Grad.